Ja, wunderbares Herbstwetter, blauer Himmel, viele bunte Blätter an den Bäumen. Ja, heute fahre ich mit dem Mountainbike nach Bergkamen zur Halde Großes Holz. Ja, wie so oft starte ich meine Tour wieder in Recklinghausen. Die Tourlänge beträgt 88 Kilometer und 596 Höhenmetern müssen überwunden werden. Ich habe die Tour in zwei Videos aufgeteilt. Heute im ersten Teil zeige ich euch den Hinweg zur Halde. Es geht vorbei an der Bikeanlage in Lünen, die auf der Halde Victoria 3 und 4 liegt. Laut Komoot, also dem Programm, mit dem ich meine ganzen Touren plane, ist im Bikepark Lünen, also in Anführungsstrichen Bikepark, dort gibt es einen Dirt-Jump-Bereich mit ein paar heftigen Rampen und Doubles, Tables und so weiter. Ist jetzt nicht so meine Welt, aber wer es drauf hat, ist es für denjenigen vielleicht interessant. Es gibt noch einen Pump-Track, ein asphaltierter Pump-Track. Der sieht auf den Fotos ganz cool aus. Und es gibt einen künstlich angelegten Downhill. Das ist ein kleiner Single Trail mit ein paar Anliegern, ein paar Bodenwellen. Vielleicht sind ein paar Sprünge möglich. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. We'll be right back.
erste große Pause nach circa 30 Kilometern, beziehungsweise kleine Pause. Ich habe nur einen Riegel gegessen, weil ich heute Morgen nicht gefrühstückt habe. Sollte man natürlich nicht machen. Naja. Finde ich mich gerade in, ja, wie sagen wir Schalker immer, in der verbotenen Stadt in Lüdenscheid-Nord. Ja, am Dortmunder Ems-Kanal und jetzt geht es weiter nach Lünen. Ja, das war jetzt nicht geplant. Straßensperre, die hintere Brücke ist wohl gesperrt und jetzt muss ich den Umleitungsschildern folgen. Finde ich jetzt nicht so toll. Umweg war jetzt nicht ganz so groß, jetzt geht's hier weiter auf der geplanten Route. Hier sind wir schon in Lünen im Stadtteil Garmen und wie ich finde, ein richtig cooler Spielplatz.
Und hier sind wir jetzt auf der Halde Victoria. Ja, das ist jetzt hier dieser Pumptrack, von dem ich euch erzählt habe. Hier werde ich jetzt erstmal 2-3 Runden drehen. Auf der linken Seite eine kleine Jumpline und rechts daneben der Dirtbike-Bereich. Ja, den Bereich, den überlasse ich anderen. Ich werde jetzt erstmal den Downhill testen. Thank you.
Ja, das war jetzt der kurze Singletrail, der von der Halde runterführt. Ich finde ihn persönlich gut. Man konnte ihn gut und flowig fahren. Die Bodenwellen waren cool. Man konnte teilweise springen oder halt drüber rollen, wie man gerade Lust drauf hat. Und ein paar Anlieger waren dabei. Ich finde es ganz cool, dass man hier überhaupt sowas hinbaut. Man kann natürlich hier nicht viel erwarten. Die Halde ist gerade mal auf 80 Metern Höhe liegt die. Und trotzdem finde ich es cool, dass man hier Bereiche schafft für Jugendliche, die sich hier mit dem Bike austoben können. Tolle Sache. Und hier befinden wir uns am Datteln-Hamm-Kanal. Hier der Horstmacher See und im Hintergrund seht ihr so einen kleinen Strandbereich. Das ist der Seepark Lünen. Im Sommer sicherlich ganz gut besucht. Hier befinden wir uns schon in Bergkamen, wo ja auch mein Ziel liegt, die Halde Großes Holz. Ja, der höchste Punkt der Halde ist die Adnerhöhe, liegt auf 149 Metern Höhe und von dort oben hat man einen fantastischen Ausblick. Und von dort oben führt auch ein Downhill runter, den ich euch dann zeigen werde. Auf dem Rückweg bin ich dann noch an der Halde Trockhausen vorbeigefahren. Ist auch in Lünen, in der Nähe von diesem Kolani-UFO. Da gibt es unten auch so einen kleinen Bikepark, so einen Jumppark mit ein paar Sprüngen. Oben auf der Halde führt ebenfalls ein Downhill runter, der richtig cool ist. Ja, das alles zeige ich euch dann im zweiten Teil meiner Tour, im nächsten Video, nächste Woche Sonntag ab 9 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, macht's gut, bis dann, ciao.